Spanisches Wäldchen. Wir sind im. Oh Gott, wie spricht man den denn jetzt aus? Die Call Octopus ist im Februar im Studio. Ach, verdammt. Ah, man sehr sehen gut. Kann. Jahrespläne. Jahrespläne. Unglaublich. Da sind wir überall. Decoy, Decoy Octopus. Decoy Octopus, Decoy Octopus. Gamma Ray kann man nochmal zeigen, ist das hier. Das ist Gamma Ray. Das ist Eike und das ist mein Finger, der sehr komisch aussieht. Februar. Komisch, der März sieht gar nicht so anders aus. Ja, ungefähr der dritte Tag oder so, vierte. Und wir ernähren uns jeden Tag so, nur wie von Mutti gekocht. Das ist die neue Bestellung. Mm, oh, lecker. Und irgendeine Schwuchtel hat sich hier Bionade gekauft. Aber wir machen doch Rockmusik. Wir haben ja irgendwann eine Promillebeschränkung für Beifahrer eingeführt. Eine was? Eine Promillebeschränkung für Beifahrer. Huch. Haben sie eingeführt, weil sie, das sind zwei Jungs, sind die Landstraße umgefallen, beide komplett voll, haben einen scheiß Unfall gebaut, sind aus ihrer Karre rausgekrochen, dann kam die Polizei und die beiden konnten sich aus ihrem besten Willen nicht daran erinnern, wer gefahren ist. Und dann wurde Promillebeschränkung für Beifahrer eingeführt, dass dann wenigstens der Beifahrer sagen kann, ich war es nicht. Jetzt mach doch mal was Cooles. Neue Seiten draufziehen. Schön frische, damit sie noch schön klar klingen. Herrlich. Und für wen machst du das? Was? Und für wen machst du das? Für Mutti. Weil Mutti das nicht alleine kann, weil Mutti immer nur arbeiten lassen lässt. Ist das nicht so? Nein, das ist nicht so. Er hat parallel einen anderen Bass bespannt. Oh, ja, seinen eigenen. Wer ist ein Spanner? Was? Wer ist ein Spanner? Eike Frese. Mutti, sorry. I'll never change it anymore.